Hallo und herzlich willkommen zum 200er Abonnenten-Special mit mir, Gaius Julius Caesar. Ja, ich kann es noch kaum glauben, die magische Marke von 200 Abonnenten wurde am Sonntag geknackt. Ich bin sehr froh und glücklich darüber, freue mich ganz besonders und aus dem Grund möchte ich jetzt hier mal dieses Video aufnehmen. Mittlerweile bin ich jetzt hier bei 202 Abonnenten. So, und zwar möchte ich jetzt zu Beginn des Videos erst einmal Danke sagen. Und zwar natürlich danke an alle Abonnenten, die mich abonniert haben und die mich regelmäßig schauen. Ihr seid der Kern meines Kanals. Auf euch kann ich mich verlassen. Und ja, ich finde es einfach nur klasse, wie ihr dann auch in die Kommentare schreibt, wie ihr meine Videos liked und die verschiedenen Videos anschaut. Ihr seid wirklich treue Zuschauer. Und dann möchte ich mich natürlich auch nochmal bei ein paar bestimmten Personen bedanken. Einmal bei einer ganz bestimmten Person, nämlich bei Game Allianz, der natürlich schon fast von Beginn des Kanals an mit dabei ist und ihr kennt ihn sicherlich aus Europa Universalis 4, unserem Multiplayer Together Let's Play mit ja, Mailand und Österreich, vielleicht irgendwann in Zukunft Italien. Und dann ist er natürlich auch noch bei den Ardenbotschaften auch von frühester Stunde an mit dabei gewesen. Und ja, die Ardenbotschaften, das ganz besondere Roleplay auf meinem Kanal, das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich diese Videos mache und das habe ich auch nicht nur dem großen Steinwallen zu verdanken, sondern natürlich auch noch den vielen kleinen Schreiberlingen, die hier fleißig ganz, ganz viele Texte verfassen und interessante Geschichten spinnen, darunter natürlich neben Game Allianz auch noch Heimatfront, Alexander, Stratege und Strategung und auch Magnus Drake und noch viele mehr. Jeden, den ich jetzt vergessen habe, der möge das verzeihen. Ich habe so viele Namen im Kopf, ich wollte aber auf jeden Fall mal einige nennen, bei denen ich es richtig klasse finde, dass sie auch weiterhin noch unter meinen Atembotschaften rollenspielerische Kommentare hinterlassen und so eine richtige Geschichte abseits der YouTube-Videos noch entstehen lassen, was mir natürlich auch sehr viel Spaß bereitet. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich vielleicht nicht alle der ganz langen Geschichten bis zum Ende lesen kann, aber auf jeden Fall fasst mir Game Allianz die wichtigsten Dinge immer zusammen und ich versuche natürlich den Großteil auf jeden Fall zu lesen, weil es mich persönlich auch interessiert, immer mal in einer freien Stunde. Also ich finde es auf jeden Fall klasse, dass ja ihr euch von Steinwallens Let's Play und vielleicht auch ein bisschen von mir und meinen Abendbotschaften habt inspirieren lassen. Das ist mir eine große Ehre. Gut, und dann machen wir natürlich mal weiter. Ich möchte auch Danke sagen an ja die ganzen YouTube-Kollegen, mit denen ich jetzt seit mehreren Monaten zusammenarbeite. Übrigens, es hat jetzt 6 Monate nur gedauert, diese 200 Abos zu schaffen. Ich bin vollkommen überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Ich habe ja im Mai 2017 angefangen und jetzt haben wir Ende November 2017, also wirklich nach 6 Monaten. Aber genau, die YouTube-Kollegen, und zwar vor allem natürlich die YouTube-Kollegen von Age of Empires 3, mit denen ich ja sehr stark und eng zusammenarbeite und mit denen es einfach richtig viel Spaß macht aufzunehmen. Das wären unter anderem FloTV, Joshua Gaming, Nautilus Gamer, Team Chiletic und auch Age of Empires 3 What Else. Mit denen allen habe ich schon mal Videos zusammen aufgenommen und das macht natürlich ganz besonders großen Spaß und dann sind natürlich noch viele weitere dabei, wo ich jetzt wahrscheinlich noch viele Namen vergessen werde, aber ihr wisst alle, wer noch gemeint ist, der noch regelmäßig natürlich mit uns immer zusammen Age of Empires 3 zockt. Ihr kennt sie aus den ganzen Videos, die ihr hier auf meinem Kanal seht zu Age of Empires, zu den Colosseum-Matches und natürlich auch zum Turnier. Das Turnier ist für mich auch was ganz Besonderes, aber dazu später nochmal gleich mehr. Denn bevor ich mit YouTube angefangen habe, gab es diese, ich nenne sie mal Age of Empires 3 Community nicht. Ich bin stolz, zu deren Gründung beigetragen zu haben und ja, die ganzen Age of Empires 3 Kanäle so zusammengeführt zu haben, dass wir jetzt regelmäßig für euch Zuschauer Gemeinschaftsspiele aufnehmen können. Also ganz am Anfang eben mit FloTV, Joshua Gaming und Nautilus Gamer. Dann habe ich es noch geschafft, hier auch mal bei Team Chiletic vorbeizuschauen und denen mal vorzuschlagen, dass wir hier auch mal ein paar Videos zusammen aufnehmen.
Das wird, denke ich, in Zukunft weiterhin laufen. Ich finde es auch richtig schön, mit euch beiden vom Team Chilletic Videos aufzunehmen. Und ja, mein nächstes Ziel ist es, auch mal die Battle Brothers noch, sage ich mal, mit einem Gemeinschaftsspiel zu überzeugen. Das Problem dort ist aber, dass die derzeit alle privat beschäftigt sind. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir ja trotzdem mal mit den Battle Brothers auch noch ein Gemeinschaftsspiel in Age of Empires 3 hin. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, diesen ja, Zusammenschluss von mehreren Age of Empires 3 YouTubern als Age of Empires 3 Community in Zukunft noch größer werden zu lassen, noch weiter auszubauen. Wie gesagt, unter anderem jetzt noch mit den Battle Brothers und noch mit vielen weiteren YouTubern. Also jeder YouTuber, der das jetzt zufällig sieht, was wahrscheinlich die wenigsten sein werden, der noch Age of Empires 3 spielt, den wir noch nicht kennen, der kann gerne einfach mal mich anschreiben. Ich würde sagen, alles so ab 50 Abonnenten. Da hat man dann auch wirklich, sage ich jetzt mal, ein ernsthaftes Interesse, regelmäßig Videos rauszubringen. Und da wäre es mir auch eine große Freude, mit den ganzen anderen YouTubern, die auch Age of Empires 3 spielen, zusammenzuarbeiten und zusammen zu zocken. Ich denke, auch für die Zuschauer ist es was ganz Besonderes, wenn man eben viele YouTuber hat, die zusammen spielen und vor allem auch zusammen aufnehmen. So, genau. Wie kurz schon erwähnt, besonders stolz bin ich auch auf unser Turnier hier in Age of Empires 3, wo mir natürlich auch sehr viel Spaß bereitet, selbst mitzuspielen und das Ganze natürlich auch zu organisieren. Auch wenn es manchmal nicht so leicht ist, weil es ja sehr schwierig ist, dass immer alle Zeit haben. Wir haben die meisten Spiele der Gruppenphase hinter uns. Es fehlen nur noch ganz, ganz wenige, vor allem in Gruppe Rot. Da appelliere ich nochmal. Wir können nochmal ganz schnell auf den Turnierplan schauen. Hier seht ihr schon alle gespielten Spiele. Nur in Gruppe Rot sind hier noch ein paar offen. Xavento, Opelum, Markus Kliem, Popoy, an euch vier. Gerne nochmal melden in Skype, dass wir hier endlich die Gruppenphase abschließen können. Und ansonsten fehlt hier nur noch Graf Singh gegen Mr. Greg und sonst ist hier schon alles abgeschlossen. Dann können wir hier endlich mit der K.O.-Phase begonnen. Dann wird es hier ein Best of Three geben. Hier seht ihr schon die ersten Namen, die weitergekommen sind. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin persönlich auch weitergekommen. Mal schauen, aber ich glaube, in der K.O.-Phase spätestens werde ich dann rausfallen. Das wird auf jeden Fall auch noch sehr interessant. So, und dann möchte ich aber jetzt noch auch was ganz Besonderes ankündigen. Und zwar aufgrund der 200 Abos ein ja, besonderes Abo-Special für Age of Empires 3. Das macht ja doch einen großen Teil meiner Community aus, die dieses Spiel eben mögen und gerne bei mir sehen. Und deswegen möchte ich euch jetzt hier schon mal bekannt geben, dass ich plane, am Samstag, den 2. Dezember ab 15 Uhr so ein Abo-Special machen möchte. Und zwar werde ich dann da eben am Samstag ab 15 Uhr online sein in Age of Empires 3, Krieger 100 und ja, in der Asian Dynasty natürlich. Und dann werde ich ein 4 gegen 4 aufmachen. Und das soll dann einfach nur für Abonnenten sein. Also alle Abonnenten können gerne dann mal in dem Video, in den Kommentaren schreiben, ob sie da Zeit hätten, ob sie gerne Lust hätten. Dann können sie gerne joinen. Dann frage ich natürlich bei jedem nach, ob er Abonnent ist, weil das soll jetzt eben mal was ganz Besonderes für euch Zuschauer sein. Und da möchte ich natürlich jetzt vor allem auch mal mit denen spielen, die bisher noch nicht so oft mit mir spielen konnten oder vielleicht noch gar nicht. Da bitte ich dann auch mal meine anderen Kollegen das zu verstehen, falls es mal nicht genügend Plätze gibt, also FluTV, Joshua Gaming, Nautilus und so weiter und so fort, Bloody etc., dass ich jetzt mal den anderen Zuschauern und Abonnenten hier den Vortritt lasse. Falls noch Plätze frei sein sollten, weil kein anderer Abonnent da ist, dann könnt ihr natürlich auch gerne mitspielen, weil es auch immer sehr viel Spaß mit euch macht. Und genau, und ich denke, da machen wir dann mal ein paar Spiele. Also dann vielleicht noch ein Kolo, wo auch ja sechs Leute mitspielen können. Vielleicht noch ein 3 gegen 3 oder nochmal ein 4 gegen 4. Aber das sehen wir dann, denke ich, am Samstag. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, mit euch zusammen spielen zu können. Genau, das einzige Problem, was dann natürlich sein könnte, wäre mein Internet. Falls es da Probleme gibt, würde ich euch aber über ein kurzes Video Bescheid geben, aber ich denke mal nicht. Falls es so ist, dann machen wir einfach einen anderen Tag aus. So, und dann noch was ich ankündigen möchte, anlässlich der 200 Abonnenten. Ich möchte ein besonderes Video noch extra machen. Und zwar soll das mehrere Umfragen enthalten, bei denen ihr alle teilnehmen könnt. Das ist auch ganz einfach und easy. Steinwallen macht das regelmäßig. Das habe ich mir da mal abgeschaut, wie das funktioniert. Ich muss mich noch ein bisschen reinfuchsen und probiere das auf jeden Fall mal aus. Also mal schauen, wann das Video kommt. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da viele teilnehmen.
Und dann möchte ich dann da so Sachen abfragen wie, was sind eure Lieblingsspiele hier auf meinem Kanal? Oder was möchtet ihr in Zukunft für Spiele sehen? Da werde ich dann vielleicht mal ein paar Spiele, die ich alle daheim habe, aufzählen und dann könnt ihr mal ein bisschen abstimmen. Dann weiß ich ja auch schon mal ungefähr in Zukunft, was ihr gerne sehen wollt. Und dann denke ich, fallen mir noch viele weitere interessante Fragen ein. Vor allem möchte ich dann wahrscheinlich ein schönes Feedback von euch haben. Also wie ihr mich findet, wie ihr meinen Kommentarstil findet, und wie ihr meinen Kanal findet. Also ich glaube, da gibt es ja ein paar Kategorien, wo ich Fragen stellen kann und wo ihr vielleicht, ich hoffe es wenigstens, gerne mir ein bisschen weiterhelft und ja, mir helft, diesen Kanal noch besser zu machen und noch zu vergrößern. Da bin ich auf euch angewiesen. Gut, was ich dann hier auch schon mal ankündigen möchte, ist eine Jubiläumsfolge von Europa Universalis 4. Das habe ich ja schon mal gemacht, aber ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen. Am 24. Dezember ab 10 Uhr gibt es da eine ganz besondere Folge zu unserem Multiplayer-Together-Spiel von Europa Universalis 4 mit Mailand und Österreich. Gerne anschauen. Ich fand es richtig, richtig, richtig schön. Hat Spaß gemacht. So, und dann für 2018 wollte ich euch auch schon mal mitteilen, war ich schon ein bisschen fleißig. Ich habe euch ja schon mal angekündigt, dass ich da mich auf mein Studium konzentrieren möchte in dem ersten halben Jahr von 2018. Aber ich habe euch schon ganz viele Videos vorproduziert, natürlich von Age of Empires 3. Da bin ich mittlerweile schon im Juni angekommen. Da wird es regelmäßig Videos geben, ungefähr 2 bis 3 Mal die Woche. Und dann habe ich noch ein extra vollständiges Let's Play für euch vorproduziert, und zwar von Trommelwirbel. Empire Total War. Ja, das habe ich ja auch schon mal angekündigt, dass das auf dem Kanal erscheinen wird. Und das möchte ich jetzt euch zeigen, und zwar mit den Preußen. Das ganze Let's Play wird beginnen am 3. März 2018. Und das wird ungefähr bis Mitte Juni 2018 gehen. Immer samstags und mittwochs um 12 Uhr, also immer zweimal die Woche. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich bitte zu entschuldigen, aufgrund, ja, meines Laptops derzeit noch, wird es dort kaum Schlachten geben, die ich selbst spiele. Ich weiß, viele spielen Total War nur wegen den Schlachten oder mögen es. Aber vielleicht ist es auch mal was ganz Neues oder was Besonderes, wenn man sich wirklich nur auf die Kampagnenkarte fixiert und diese Großstrategie, die mir auch persönlich sehr viel Spaß macht, spielt. Also da könnt ihr auch mal was Besonderes erwarten. Wo dann, denke ich, auch sehr ähnlich zu Europa Universalis 4 ist, dass man halt einfach schauen muss, kann man die richtigen Armeen aufstellen, damit man dann in automatischen Gefechten gewinnt. Gut, dann noch für alle Game of Thrones-Fans habe ich auch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es ein interessantes Faktenvideo in den nächsten Tagen irgendwann geben. Mal schauen, wann ich es hochladen kann. Ich habe es auf jeden Fall schon produziert und da sind wirklich ein paar interessante Fakten dabei, die ich selbst noch gar nicht kannte. Und die ich besonders interessant fand. Also keine Sorge, ich habe auch noch an euch gedacht. Game of Thrones wird mich nie verlassen und auch diesen Kanal nicht. So, dann wären wir, denke ich, auch am Ende des Videos angelangt. Wie gesagt, bald kommt das große Umfragevideo, wo ich gerne euer Feedback höre. Und ja, vergesst auch nicht das Age of Empires 3 Abo-Special am Samstag, den 2. Dezember ab 15 Uhr. Die wichtigsten Infos kommen auch nochmal in die Videobeschreibung. Ansonsten möchte ich nur noch eines zum Abschluss sagen. Danke, euer Gaius Julius Caesar.